하려고 주무실 거야. 아이고! 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 이게 좀 알아요. 이게 좀 알아요. 아, 그래. 자기는 bereit. 그건 좀 자기 테파지니야. 왜 하게 좀 ordentlich einen Tee? Ja, was ist das? Außer Tee gibt es noch andere schöne Sachen, die man nehmen kann. Deswegen kommen wir jetzt zu eurem Übergang in die Feenwelt. Denn wir sind die Botschafter aus der Feenwelt. Wir nehmen euch mit. Seid ihr bereit für eure Transition? Komm mal her. Ihr dürft jetzt auch gerne tanzen.
wenn ihr nun angekommen seid, in der Welt hinter dem Schleier, wenn ihr die Realität hinter euch gelassen habt, dann findet ihr merkwürdige Wesen, Feen, Gnome, Trolle und uns. Beißende Pilze. Und beißende Pilze. Wir sind Bitterblossom aus Bielefeld und wir spielen... Wir spielen psychedelisches Goth-Elektro. Findet man eine Band, die das macht. Geht schon wieder aus! Und wir haben einen Titeltrack. The Bitter Blossom. Aber jetzt hier, richtig. Wir auch.
Wenn ihr euch im Bereich hinter dem Schleier verlaufen habt, gibt es gewisse Regeln, die man beachten sollte. Ihr habt davon schon mal gehört, so im wildesten Fall bei Werwölfen mit Silber und so ein Scheiß. Aber wer singt schon über Werwölfe? Quatsch. Wenn ihr Hilfe braucht, wieder rauszukommen, kenne ich jemanden. Der heißt Professor Wolf und der hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt das Manifest. Dort findet ihr allerlei Tipps, wie ihr aus diesem Filmbereich wieder rauskommt. Und so heißt auch der nächste Song. Hier ist das Manifest! Let's go! Wir unterbergen! Wir sind nicht mehr!
Trotz. Ganz andere Frage. Warum stellt man sich die im Garten? Hat sich das je jemand gefragt und hat je jemand einen Song darüber geschrieben? Fast. In Schottland gibt es die sogenannten Red Caps, die Vorlage der realhistorischen Gartenzwerge. Aber im Gegensatz zu den niedlichen kleinen Viechern bei euch im Garten sind die gar nicht nett. Denn wenn ihr da so durch die Moore wandert und irgendwo so ein Feuer seht, dann solltet ihr besser nicht dahin gehen. Und warum? Das sagen wir euch dann jetzt. Thank you.
das gemacht? So, wir hatten auch Bock auf einen. Ja, ja. Außer meine Mama. Denn wir machen nicht nur Songs. Über Spaß und Sachen, über Gartenzwerge. Aber wir machen auch Songs über reale soziale Probleme, über psychologische Probleme. Und der nächste Song ist an alle Bipolaren, alle Borderliner, alle Depressiven. Hier kommt immer tiefer. 1, 2, 3, 4. Yeah.